Eins. Oh. Wollen wir anfangen? Ohne Chai kann ich nicht. Gib mir meinen Chai. Ich nehme den hier. Danke. So. Können wir jetzt anfangen? Ja. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal mit der wichtigsten, besten, schönsten, süßsten, besten, habe ich schon schönsten gesagt? Fürsten hast du auch gesagt. Person auf dem Kanal mit dabei natürlich. Wir reacten heute auf meinen Song Anne, der für meine geliebte Mutter geschrieben ist. Und weil sich so viele das gewünscht haben, reacten wir dazu und sagen vielleicht zu ein paar gewissen Stichpunkten kleine Infos dazu. Und ja, let's go. Und schreibt natürlich noch gerne in die Kommentare, welche Line ihr am krassesten fandet und wie ihr den Song allgemein fandet. Also gebt mir auch gerne eure Kritik ab. Und ja, wollen wir direkt loslegen, oder? Ja. Sag mal, let's go. Let's go. Was man direkt dazu sagen kann, direkt zu dem Intro schon, dieses Intro war zwar abgesprochen, dass wir da telefonieren werden, aber diese Stellen, wo wir dort geredet haben, da haben wir wirklich, wirklich das zu ernst, also wir haben es so ernst genommen, wir haben nicht mal daran gedacht, dass eine Kamera um uns herum ist, sondern wir haben einfach geredet und haben wirklich geweint. Ja. So, das kam einfach aus dem Echten heraus. Man kann sagen, ah, Schauspiel, aber das war so krass innen drin, wisst gar nicht, so, also, war wirklich heftig. Was kann man dazu sagen, zu der Line? Das ist wirklich, wenn ich da höre und ich kann gleich weinen, ich weiß, was ich habe alles erlebt, ne? Es war wirklich nicht so einfach. Es ist so ein schweres Leben habe ich gehabt, aber ich bin glücklich, wenn ich habe so wie dich und Igor habe ich Sohn habe. Ich bin stolz auf euch nur. Auf jeden Fall, Dankeschön. Und natürlich, Ja. auch wo wir hier gerade sitzen, egal was wir hier gerade machen, das ist alles natürlich wegen meiner Mutter. Ja? Und das ist bei euch genauso. So, vergiss das niemals, warum ihr überhaupt da seid, wo ihr jetzt seid. Oder warum ihr überhaupt Klamotten anhabt von Nike oder sonstiges, Adidas, alles wegen euren Eltern. Nicht selbstverständlich sowas. Und hatten tagelang keinen Strom. Ich erinnere mich noch an die Zeit, da haben wir in Berlin gelebt. Ja. Da hatten wir tagelang keinen Strom und wir sind, weil wir zu Hause kein Essen machen konnten, sind wir jetzt da, Seestraße, Saray Döner. Ja, Weißt nicht nur essen, wir konnten auch nicht unsere Handy aufladen, du? Ja, genau. ne? Sind Wir wir sind dann. so den Dings gegangen im Wedding. Wir Ja. sagen jetzt keinen Namen hier. Wir haben da gesagt, ja, bei uns wird das Baustelle. Wir müssen das, wir haben keinen Strom, wir müssen da Handy aufladen. Wir haben wirklich, ich kann sagen, wir haben so schlechten Tagen gehabt, aber Allah büg, Allah groß. Einen. Ja. Und als du schwanger warst mit meiner kleinen Sister, schlug dich Onkel auf den Bauch, jetzt ist sie behindert, körperlich behindert, geistig behindert. Wir lieben dich, Mama, wir sind deine Kinder. Wir wollen. Diese Line, ich mag es wirklich nicht, diese Line zu hören. So immer, wenn ich diese Line höre, egal wo, egal ob es bei den Reactions ist, die ich mir anschaue von anderen YouTubern. Oder ich kann diese Line nicht hören, weil in mir drinne kocht dann so eine Wut und ich mag diese Line gar nicht. So, das war auch einer der Lines, als ich das aufgenommen habe, wo ich sie immer wiederholen musste, weil ich konnte diese Line einfach nicht bringen, aber so mein Herz hat gesagt, Firat, das muss. So, das muss, das gehört zu Anne, das gehört zu dir, das gehört zu eurem Leben. Es war auch mein Leben, wie gesagt, aber was kann man machen? Man weiß nicht, was Leben dir bringt. Aber ich habe wirklich ohne Spaß, ich habe ein Leben, so harte Leben habe ich noch nie bei jemandem gesehen. Aber ich habe immer mitgekämpft, wegen euch, wegen meiner Kinder. Ich habe gesagt, ich muss kämpfen. Ich muss immer Kopf hoch, immer machen. Habe ich auch. Ich denke, habe ich gemacht oder nicht, weiß ich jetzt Hast du noch nicht auf jeden so. Fall gemacht, Ja, das.
Aber wenn ich das auch höre und so, dass es kommt meine Vergangenheit alles vor meine Augen, dann ist für mich ist wirklich ganz schlimm. Okay, machen lieber weiter. Tamam. Freunde, vergiss es nicht. Jede Mutter da draußen, egal ob sie es zeigen oder nicht, machen weiter. Jetzt die Zeile mit meinem Opa. So, weißt du, was ich sagen will? Mhm. Mein Leben, was ich erlebe, ne? Mhm. Das, okay, für mich war hart, aber das ganz Schlimmste, wo mein Papa, das ist, diese Stelle ist richtig schlimm. Ja. Auf jeden Fall, ich habe zu dem Thema mit meinem Opa ein separates YouTube-Video mal gemacht. Ich kann euch das gerne mal unten verlinken, wenn ihr wollt. Halt zu der ganzen Story, so, diese Story hat nur meine Mutter und ich, nur wir beide haben sie miterlebt. Und ich glaube auch wegen, genau wegen dieser Story, sind meine Mutter und ich so wie kein anderer. So, diese Verbindung zwischen uns. Weil wir haben diese Sachen miterlebt und diese Sache war eine Sache, die hat uns auseinandergenommen. Nicht nur mich, meinen Bruder auseinandergenommen, meine ganze Familie, aber meine Mutter und mich prinzipiell, weil wir das mit unseren eigenen Augen erleben mussten. Ja, das ist das, weißt du, dass mich so richtig in Vergangenheit wirklich so schlimm ernährt. Dass mein Vater, weißt du, bevor er starb, er hat gesagt, ich möchte letzte Mal meine Tochter sehen. Er hat seine Wunsch wahr, aber ich konnte sie nicht sehen. Ja, denn du hast alles dafür getan und das weiß er. Ein Jahr später, Mama wurde krank. Solche Vorfälle liegen nicht in unserer Hand. Nach 10 OPs gehst du deinen Weg. Inshallah, Mama, besiegst du bald den Krebs. Inshallah, 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 Inshallah. Allah ist groß. Ich sag mal so, die Krankheit meiner Mutter jetzt für uns Kinder, sag ich mal, war und ist immer noch hart. Aber meine Mutter hat zu uns gesagt, das ist eine Lehre für uns gewesen. So, dass wir nicht immer daran denken müssen, dass unsere Mutter alles für uns macht, sondern das war so eine Lehre von Allah, dass er gesagt hat, ey, hier, ich gebe deiner Mutter diese Krankheit, damit ihr wisst, wie das Leben alleine ist, nicht nur auf eure Mutter alles sitzen zu lassen. Und wie gesagt, inshallah wird alles besser. Wir geben alles dafür, ne? Wir sind stark, Anne. Inshallah. Und da kann ich sagen, ich habe, wie gesagt, sterben tun wir alle. Ich habe nur eins, wenn ich sage, Allah, ich bete immer, ich sage, Allah, gib mir noch ein bisschen Zeit. Meine Kinder sind, wenn die alle erwachsen und heiraten und alle seine Wohnung, dann kann ich auch sterben. Nur da habe ich eins. Ich bete dafür immer. Mache Videos mit dir nur, um dich abzulenken. Das kann ich sagen, wirklich, da lenkt mich das richtig ab. Davor diese YouTube-Video und sowas, ich habe noch mehr, ich bin richtig runtergegangen. Ich habe nur schlechte Dings gehabt, aber mit diesem Video, ich kann sagen, ich sehe ein bisschen was anderes, ich bin so ein bisschen positiv. Ich lache ein bisschen damit. Ich kann sagen, in meinem Leben habe ich Lachen überhaupt nicht gehabt. Habe ich nur schlechten Tagen, nur nicht guten Leben gehabt. Seit kleine waren. Aber wirklich, ich sage, viele habe ich gesehen. Auch habe ich gelesen, sagen, Firat, warum siehst du deine Mutter mit dem Video mal rein? Wirklich, ich kann sagen, wenn Firat das hat, dann nicht gemacht hätte, konnte ich vielleicht bis jetzt auch nicht mehr so in diesen harten Füße so stehen geblieben könnte. Er hat mich richtig damit abgelenkt. Das
muss auch so sein. Man muss alles für seine Eltern tun, egal was geht und was nicht. Du musst Risiken annehmen. Und mir ist egal, wer oder wie jemand über mich redet, indem ich meine Mutter angeblich für Klicks ausnutze. So, Klicks macht auch nichts. Wir machen da auch mit Spaß. Wir haben unseren Spaß damit. Was die alle denken, das ist... Und egal. Ja, genau. Im prinzipiellen Leben und Leben lassen. Ich will, dass jeder gesund ist, jeder lebt. Ja. Jeder, seine Mutter soll gesund sein, nicht weinen. Und dafür gebe ich auch alles. Und mir ist dann egal, ob 10 Leute zu mir sagen, du nutzt deine Mutter für Klicks aus. Oder 40.000 Leute. Ich mach gerne mit. Ja, ich brauch dich jeden Tag. Jede Träne meiner Mutter raub ich jeden Tag den Schlaf. Direkt zu dieser Line, ganz schnell und ganz kurz und knapp. Jeder Sohn und jede Tochter, okay? Mütter wissen das vielleicht manchmal nicht, aber jeder Sohn und jede Tochter von euch da draußen, jeder weiß, wie es ist, wenn man Streit mit Mama hat, man geht schlafen, man heult erstmal so 1-2 Stunden. Bei jedem ist das so. Ja. Seid ehrlich, bei euch ist das auch so, bei jedem einfach. So, wir machen weiter. 3, 2, 1. Ich hab Angst, dich zu verlieren, Angst vor diesem Weg. Gott verdammt, andere Mann, ich hasse diesen Krebs. Nur für dich hab ich diesen Part gerappt. Lieber Gott, nimm mir bitte niemals meine Mama weg. Zu Ende des Liedes will ich einfach nur noch sagen, an dem Release-Tag, am 29., da habe ich mir gedacht, oder weil viele haben auch zu mir gesagt, Firat, warum hast du nur 3 Tage Promo für den Song gemacht? Mir war das scheißegal. Mir war das scheißegal. Ich wollte einfach für meine Mutter ein besonderes Datum haben, damit ich nicht nächstes Jahr sagen kann, ey, ich habe heute den Song für meine Mutter released. Nein, erst in 4 Jahren sage ich das wieder. Weil es was Besonderes ist, weil es für meine Mutter ist, will ich das immer wieder so sagen. Viele haben halt gesagt, ja, hättest du mehr Promo gemacht, wären mehr Klicks gekommen. Ja, mir ist das scheißegal. Und außerdem, Leute, ich dachte, dass Firat hat gesagt, ich mache für dich ein Lied, aber ich habe nicht gewusst, er wird von meinem Leben, was ich habe erlebt, das wird dann. Ich hatte, wenn ich erst gehört, das war ich schock gewesen. Ich dachte, das ist ganz ein normaler Lied, er schenkt für den Mund an, ne? Aber hat wirklich. Ich bin stolz auf meine Kinder. Ich liebe den alle. Ich sag, wie gesagt, meine Wünsche nur an Allah, bis die alle erwachsen, so wie Mann oder heiraten oder Frauen haben, meine Tochter auch. Wenn die alle Familie haben, dann kann ich ruhig sterben. Allah hat messen. Allah hat messen. Da war es gut, ne? Das waren alte Zeiten. Und nochmal zum Ende vom Video. Genau das war auch meine Mission mit dem TikTok-Video. Weil viele Leute haben mich angeschrieben und euer Feedback war auch genauso. Ey, Firat, das, was du erlebt hast, wir haben das auch erlebt und danke, dass es mal einer so sagt, wir identifizieren uns damit und wissen jetzt, wir fühlen uns nicht alleine. So, wisst ihr, was ich meine? Weil viele von euch, ihr denkt manchmal, ihr seid alleine mit dieser Situation oder nur ihr habt Probleme. Aber wir alle haben Probleme, Freunde, wisst ihr? Und das ist schöner, die Probleme miteinander zu teilen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr darüber reden könnt. Und ich habe gewusst, viele werden bei diesem Song weinen oder traurig sein. Und am Ende habe ich halt dieses TikTok-Video von damals reingeschnitten, am Ende kann man lachen, ne? Genau, am Ende sollte man einfach nur... Ich habe selber auch mitgelacht, ich sage, hey, das war wirklich Ende. Ich unerwartet, geweint, ne? Genau, unerwartet habe ich auch gelacht, ne? Es ist sehr traurig, wie gesagt, gibt es viele Lieder über Liebe, über Dings und so, Spaß oder anderes, aber über Leben selten. Und so ein Leben, ich denke, noch nichts. Genau. Und wie gesagt, Freunde, ich bedanke mich auch bezüglich an jeden Einzelnen von euch für euren Support und für eure Liebe an meine Mutter, an mich selber, wie viel Kraft ihr in den Kommentaren da gegeben habt. Und nochmal Grüße gehen raus und ein Dankeschön geht raus an Kapi, an KA, an Erenjan, an Sufjan, an Tubo, an jeden Einzelnen, an die, die ich nicht genannt habe. Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht jeden nennen, so.
Aber bezüglich an euch alle, an jeden, okay? Dankeschön, danke, danke, danke für alles, was ihr für uns tut und für eure Hilfe, die ihr mir anbittet und auch meiner Mutter natürlich. Natürlich auch danke an Nimo, dich habe ich nicht vergessen, Bruder. Und ich danke euch alle, unseren Zuschauern. Ihr habt uns viel, viel Kraft gegeben. Wir sind wegen euch, wir sind in diese Seite Firat ist dahin gekommen. Ich danke euch, ich küsse eure Augen alle. Ihr seid die Besten auf der Welt. Firat Amin. Und Anne Amin. Gegen alle. Alle. Haut rein, Freunde. Boy, ciao. Boy. Bye.